Und willkommen zu meinem Flickenteppich-Video Teil 1. Ja, ich werde euch jetzt anhand von diesem wunderbaren Buch, das ich von meiner Omi seitens Vater, / meinem Vater, bekommen habe, weil ich gesagt habe, ich brauche irgendwie was, um dieses Projekt festzuhalten. Manchmal bin ich gruselig begeistert, wie gut ich vorbereitet bin, weil ich mein Hirn kenne. Ist ja wirklich, also ich meine, überleg mal, jeder Normale würde da jetzt nicht, dran denken, so ein Projekt so akribisch festzuhalten. Aber ich muss, weil ich weiß, dass ich manchmal Gedächtnislücken habe. Mein Hirn ist kein Sieb, aber es ist leider Gottes manchmal ein Riesentor, wo viel durch kann. Also, am 26. Juli hatten wir einen zweiten Termin mit unserem Maler und haben mit ihm dann die Feinheiten besprochen. Nämlich, wann es dann genau losgeht und was dann die Sachen sind. Schritte. Die Schritte. Und wer hat uns ein Muster mitgebracht von den Dämmplatten, die wir dann verwenden. Und ja, größte Änderung, die war, dass es tatsächlich so ist, dass es keine 5 cm Dämmplatten sind, sondern 2. Und ich muss zugeben, ich kann euch ja jetzt, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber jetzt, wo ich so sehe, bin ich froh, dass es keine 5 cm Platten sind. Ich auch. Ja, wäre schon etwas hellig. ja, und dann hat er uns, also er muss uns eine Menge erklärt haben, weil das, die Seite ist voll und dann gibt es noch eine zweite Seite, die auch nochmal voll ist. Also, ja. Und alle Materialien erklärt. Er hat alle Materialien erklärt. Wir haben besprochen, dass. Also es gab eine kleine Änderung. Ich habe ja ursprünglich, wollte ich ja unbedingt meine Farbe von Schöner Bohnen nur drauf haben. Aber durch dieses Malervlies oder durch irgendwas saugt das zu viel auf und dann müsste man viel mehr Farbe nehmen. Und darum gibt es jetzt erstmal einen Grundanstrich mit. Mit der Ursprungsfarbe und dann halt noch einen Tiefgrund drunter. Aber der steht da noch gar nicht. Der Tiefgrund, der steht da gar nirgends. Das ist jetzt. Der steht da später drin. Ja. Und wir haben übrigens alle keine Hosen an. Also wir sind hier zu dritt. Zwei tragen schwarz auf. Naja, du hast noch schwarze Socken schwarz an. Auf Rot. Und ja, aber keiner trägt Hosen hier drin, weil wir haben es so warm. Aber das kommt noch, warum es so heiß in dieser Wohnung ist. Ja, dann, nachdem dann die Besprechung durch war, und mein Papa war übrigens dabei, daran erinnere ich mich tatsächlich gerade, dass mein Vater dabei war, der stand in der Tür, im Türrahmen, glaube ich. Und ja, dann haben wir das alles besprochen gehabt und ja, dann war das Wichtigste, was dann auch relativ zeitnah kam, die Erkenntnis, wir fangen am 14. August an. Und es war dann weniger Zeit, als ich eingeplant hatte, zum Räumen und zum Machen und zum Tun. Ich glaube, der klopft gleich wieder, also schon mal als Vorwarnung. Ja, und dann habe ich angefangen, am 1. August zu arbeiten. Und habe am 1. August alles Zeug, was im Wohnzimmer ist, platztechnisch mal rübergeräumt und hinüber und so weiter und umgeräumt und gemacht und getan, habe die Kabel, die hier in durch mein Zimmer gelaufen sind, gezogen, damit die da nicht mehr rumlaufen, damit ich die dann habe, wenn ich sie brauche für das Projekt und alles. Und ja, und habe mein Zeug ins Wohnzimmer geräumt, wahrscheinlich mit einem System. Aber falls sich jemals Zeit reißen gibt, klatsche ich dieser Elena-Variante eine, weil ich habe keine Ahnung, wo ich mein Sandwich-Maker habe. Ich habe keine Ahnung, wo mein Waffeleisen ist. Und ich komme auch ansonsten nichts dran. Und das ist wirklich, wenn ich gewusst hätte, dass ich dann einen Filmriss habe, hätte ich vielleicht nicht das räumen sollen. Aber ja, weil jetzt weiß ich nicht, wo was ist. Ich hoffe einfach, dass ich das irgendwann wiederfinde. Und jetzt so der Plot-Twist. Ich habe alles in ein schwarzes Loch geschmissen und es kommt nie wieder raus. Das ist so das Nervige, wenn man so Filmrissgeschichten hat, die so lange dauern. Man hat
das Problem, dass man ja dann nicht mehr weiß, wo was ist. Wenn man dann was sucht, dann sucht man doppelt so lang. Wenn ich jemals wieder in so eine Situation komme, schreibe ich aber genau, mache ich 1001 Foto, damit ich wirklich weiß, wo was ist. Aber selbst wenn ich jetzt wüsste, wo es im Wohnzimmer ist, man kommt gerade gar nirgendwo mehr ran. Unser Wohnzimmer ist wirklich, da muss gerade muss man einen Schlangentanz vollziehen, um überhaupt ans Fenster zu kommen. Lagerhalle. Ja, Lagerhalle trifft's gut. Ja, dann haben wir angefangen, den braunen Schrank abzubauen. Den grauenhaften, ihr wisst schon, den ich euch schon mal im Video gezeigt habe, den gräußlichen braunen Schrank. Den braunen Schrank des Grauens, wie ich ihn damals glaube nannte. Der ist jetzt abgebaut. Und meine Mom hat gesagt, ich soll betonen, dass die letzten Reste mein Bruder rausgetragen hat. Also Du betonen. wolltest jetzt nicht betonen. Ich tue es jetzt aber, diesen Punkt, weil ja. Der hat dann auch mitgeholfen, noch ein bisschen zum Räumen. Und ja, und dann ist, da haben wir angefangen, dann zu den abzubauen. Und dann ist der Elektriker gekommen und hat unsere Leitungen abgeklemmt. Den nächsten Satz sage ich übrigens nicht, weil ihr den wissen müsst, sondern weil ich in Zukunft mal froh sein werde, wenn ich den irgendwo habe. Also, gut aufgepasst, Zukunfts-Elena. Die Steckdosen, die neben dem weißen Schrank sind, unterm Fenster, die zwei, sind zweifasrig. Die Steckdosen, die Richtung Einbauschrank sind die drei Stück, sind schon dreifasrig und die Steckdose, die an der entgegengesetzten Wand ist auch dreifasrig. Sei froh, wenn du das irgendwann mal anschaust, dann wirst du dich freuen. Glaub's mir. Ja, und nachdem dann der Strom abgeklemmt war und der braune Schrank weg war, hat meine Mom noch eine Menge Papierkram vom weißen Schrank runterräumen müssen. Wenn das Zimmer fertig ist, werde ich euch den weißen Schrank mal zeigen. Ist ein Erbstück. Und ja, dann könnt ihr den auch mal sehen und so. Und ja, der ist schön. Ich mag den. Ja, und dann habe ich ja mein ganzes Zeug, was ich da in der Zwischenzeit reingeräumt habe, musste ich ja auch wieder rausräumen und alles. Und ja, und dann waren wir eigentlich mit den Vorbereitungen soweit so fertig, oder? Ja, nach vielen Tagen Räumen war es dann so. Ja, und familiärem Rücken. Wir haben jetzt wirklich, wir haben alle Rücken. Ja, also ich glaube, meine Mama hat mir erzählt, sie hat Rücken. Ich hatte Du wahrscheinlich Rücken. auch. Echt? Oh, ich hatte auch Rücken. Ja, aber nach meinem Aufschrieb scheint es mir so, dass nachdem ich das hier, dass es dann am Ende so ein, wir haben dann noch einmal richtig angepackt und dann war ich fertig, so circa am 11. August. Am 11. August habe ich dann die letzten Dinge geräumt. Und ich merke gerade, dass ich einen Unterschied merke zwischen den Aufschrieben. Witzig. Da kommt gar nichts mehr, gell? Als ich bewusst geschrieben habe, habe ich immer geschrieben 1. August, 2. August, sowas in der Art. Und jetzt, und dann ab dem Punkt, wo ich nicht mehr bewusst geschrieben habe, kam nur noch der 11.8. Ah, okay. Das merke ich gerade. Ach, jetzt kommt wieder der 14. August. Lustig. Na gut, ja, das war's zu diesem Thema. Und dann im nächsten Video erzähle ich euch dann, wie die Malerarbeiten und so begonnen haben und wie weit wir jetzt sind. Also dann, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.